Hallo Afobs, willkommen bei Brix ganz fix. Du bist der Niklas? Ja. Und ich bin der Dirk. Genau, richtig. Und ihr kennt das, wir zeigen euch in dem Format immer noch mal ein paar ältere Sets, wo wir sagen, die sind eigentlich mega geil, damit die Aufmerksamkeit darauf vielleicht nicht verloren geht und Leute, die uns vielleicht noch gar nicht so lange kennen, die das Video noch richtig, gar nicht gesehen haben. Deswegen, wenn ihr viel mehr wissen wollt, es gibt dazu ein langes Produktvideo. Ja. Guckt es euch an. Genau, es geht aber heute in erster Linie darum, dass wir euch nochmal eben ins Gedächtnis rufen. Es gibt dieses Set und ja, es wurde in den Kommentaren vergangener Videos, Brix ganz fix Videos schon gemutmaßt, dass wir diese Videos ja nur machen, weil wir die Dinge auf Lager haben und sie verkaufen wollen. Ja, wir haben die Auflage und wir haben genug davon, um sie zu verkaufen. Deshalb hier nochmal als Erinnerung, der Leuchtturm des Astronomen, ein super geiles Set. Und du kannst uns jetzt mal so einen kleinen Abriss darüber geben, warum das so ist. Ich sage euch nochmal, worum es hier eigentlich geht, beziehungsweise was das Highlight dieses Sets für mich ist. Und für mich ist das Highlight dieses Sets nicht nur, dass man ihn komplett modular auseinandernehmen kann und er unglaublich detailliert ist überall. Wenn ihr es sehen wollt, guckt das Video. Oh, das ist, nee, ich trau mich nicht. Du traust dich nicht? Nein, ich trau mich nicht. Ich habe Angst. Das ist der Knaller, oder? Das ist der Knaller, oder? Das ist ein Geheimgang, den man, wenn man hier drauf drückt, aktivieren kann. Das ist der absolute Hammer. Und dann hat man so eine Treppe, die nach unten geht, die klemmt dann so ein bisschen ein. Und wenn man hier nochmal, so, dann ist er wieder oben. Geil, oder? Wie kommt man auf sowas? Und das ist unten in so einer kleinen, Kathedrale, die quasi hier drüber ist. Und deswegen ist hier auch so ein Kreuz im Boden. Geil, oder? Also ich finde es Hammer. Ich find's geil, oder? Hammer. Das ist das Ding, also wirklich... Knaller. Ich habe auch einen gebaut. Die darf im Übrigen dranbleiben. Du hast den sogar gebaut. Ich habe den gebaut. Ich habe dann irgendwann auch nochmal, ich hatte einen Prototypen, den ich gebaut habe, aber da habe ich es nicht weiter als bis hierhin geschafft und dann ist irgendwas dazwischen gekommen. Ich weiß gar nicht, was es war. Ach, ich war in Elternzeit, glaube ich. Ja, so. Warum gehst du denn in Elternzeit? Ja, immer. Ja, das macht man nicht. Doch. Aber nicht nur das ist ein Highlight an diesem Set. Es gibt ja noch was. Ja, genau. Was das ein Highlight wird. Genau, das wollten wir euch jetzt auch mal. Aber warte. Achso, eine Sache muss ich noch dazu sagen. Du musst jetzt Tusch so trommeln oder pausieren oder sowas. Okay. Das hier ist unser drittgrößtes Set. Ja. Also Manhattan ist das größte. Ja. Dann kommt der Burj Khalifa teileanzahlmäßig. Ja. Und jetzt kommt aktuell auf Platz 3 der Leuchtturm. Genau, also ich kann euch sagen, Manhattan hat 21.515 Teile in der Komplettvariante. Der Burj Khalifa hat 7.342 und der Leuchtturm 6.892 und damit auf Platz 3 der größten Specials, die wir haben. Ja. Platz 3 noch, weil bald... Platz 4. Was ihr hier seht, liebe Afobs, ist das Planetarium des Astronomen. Und freut euch auf ein richtig geiles Set. Also ich würde mal sagen, mindestens genauso abgefahren wie der Leuchtturm. Oh ja. Ihr seht schon sehr detailliert. Das sind natürlich nicht die Farben, in denen das kommt. Es wird schön alles passend dazu gemacht. Das ist unser Prototyp. Es ist auch komplett modular, also ihr könnt auch alles abnehmen und es gibt ein paar coole Features, die das Ding hat. Wie gesagt, es ist ein Planetarium und so ein Planetarium hat ja auch so Planeten, die sich so ein bisschen drehen und vielleicht haben wir ja sowas auch verbaut. Also, so viel dazu. Wenn es denn dann soweit ist, kriegt ihr da ein ausführliches Video. Wir wollen es euch nur schon mal so ins Gedächtnis rufen, dass da noch was kommt. Ja? Ja, und ach, übrigens, die kann man natürlich, weil so ist es gedacht, kann man die so aneinander stellen. Ja, und da gibt es dann auch solche Brückenelemente. Je nachdem, wie ihr das dann da aneinander stellt, kann man mit den Brückenelementen quasi eine Verbindung zu dem anderen Gebäude herstellen. Und ich glaube, ich lehne mich jetzt einfach mal so weit aus dem Fenster und sage, das wird nicht das Einzige bleiben. Denn wir haben schon danach die nächste Erweiterung auf der Pfanne, aber da sage ich jetzt mal noch nichts dazu. Freut euch, da geht einiges. Und angefangen hat es alles damit. Oh ja. Ja, das war das Erste. Und deshalb wollten wir euch den nochmal zeigen. Genau. Haben wir jetzt gemacht. Genau. Dann war es das heute schon aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt es mehr. Viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ach ja. Ach ja, der Leuchtturm. Schon Ach schön. Ja, das Planetarium. Ist aber ein bisschen, stand ja im Showroom, ist ein bisschen eingestaubt. Ne? Ich habe gerade versucht, sauber zu machen. Ja, der Prototyp hier, der ist auch schon so ein bisschen eingestaubt. Es liegt vielleicht daran, dass es gar nicht mehr so lang dauert. Wer weiß.